Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michas Zockrunde, zu einer neuen Spritztour-Ausgabe. Das Thema ist heute noch einmal Mario Kart 8 Deluxe, unser Booster-Streckenpass, unsere Bewertungen der 15 Strecken, die es ins Finale geschafft haben, nähert sich heute dem Ende. Heute sind die Plätze 5 bis 1 an der Reihe und wir springen auch sofort rüber. Was war eigentlich unser Map-Pool in dieser gesamten Videoreihe in diesem Jahr? Der Map-Pool bestand aus 15 Strecken. Wir sind jeden Cup im letzten und vorletzten Jahr gefahren, haben Punkte gegeben von 1 angefangen bis 10. Daraus haben wir den jeweils besten, das konnten auch mal 2 sein, in die Endrunde gewählt. Und unser Map-Pool bestand aus den Strecken. Ich lese jetzt euch die Plätze 15 bis 6 vor. Bergbescherung vom Mondcup, Los Angeles Strandpartie, vom Doppelkirschencup, das Ninja Dojo war dabei, vom Glückskatzencup, Pilzpass, ebenfalls Glückskatzencup, Paris Parcours, Goldener Turbo Cup. So, die Plätze 15 bis 11. In der vergangenen Ausgabe sind wir die Plätze 10 bis 6 gefahren. Das war das Schneeland vom Propeller Cup, Marios Piste vom Nintendo DS aus dem Boomerang Cup, Bad Parcours war unsere goldene Mitte, da haben wir uns noch einmal rausgeputzt und frisch gemacht. Für den Cooper Cup natürlich wäre also nicht nötig gewesen, durch den Abfluss zu fahren. Das war die Strecke vom Doppelkirchen Cup. Und Bowsers Festung 3 vom Super Nintendo war noch ganz frisch gewesen, wo wir es letztes Mal eigentlich gespielt haben. Das war vom Starry Cup von der letzten Welle also und war auf Platz 6. Heute fahren wir die Strecken. Achtung, alphabetische Reihenfolge. Bitte beachten, Blätterwald vom Felscup, Donkey Kongs Bergland, Kalimari-Wüste, Peach Schlossgarten und Yoshis Island. Da ich es nicht spannender machen kann, ihr seht ja schon anhand der Kapitel die Strecken, legen wir jetzt los mit dem 5. Platz dieses Donkey Kongs Bergland. Platz 5. Donkey Kongs Bergland vom Nintendo GameCube. Und wir legen los und in dieser Zockrunde fahren wir noch insgesamt 4-mal mit meinem Hardcore Noobs Me, wo mittlerweile auch ein 2. Clan-Tag mit versteckt ist. Ganz genau, allerdings aus der Splatoon-Szene. Aber das soll jetzt nicht hier relevant sein für diese Mario Kart Zockrunde. Ja, Donkey Kongs Bergland. Auch ziemlich zum Schluss erschienen im Booster Streckenpass, ist eine wirklich schöne Bergstrecke. Es ist eine Art Sprintstrecke. Wir haben ja seit Mario Kart 7 diese einrunden Sprintstrecken. Ne? Hätte es das schon damals auf dem GameCube gegeben, Donkey Kongs Bergland hätte das Potenzial gehabt. Denn was machen wir denn jetzt hier nach dem Start und Ziel? Ganz genau, wir fahren hoch zur Kanone, lassen uns nach oben befördern und dann fahren wir den Berg einmal nach unten. Also solche Grundideen, wie wir es sehen, gab es früher schon, hat man nun nicht umgesetzt, scheinbar auch wegen der Mapgröße. Das war ja alles damals stark begrenzt, ganz klar. Wobei Nintendo hätte das auch sicherlich hingekriegt, denn sie sind ja in der Mario Kart-Ära besonders wirklich Meister in Sachen Streckendesign und Streckenstimmung. Der Booster Streckenpass hat ja viel mit Mario Kart zusammengearbeitet. Qualitativ, muss man sagen, ist Donkey Kongs Bergland wirklich Daumen nach oben. Es war eine sehr, sehr schöne Rennstrecke. Und vor allem ist es eine Strecke nochmal vom GameCube-Würfel. Wir machen heute ein paar Videoschnitte tatsächlich, dass die Zockrunde nicht so lang wird. Hier fliegen wir nochmal den Berg nach oben.
Und nun nehmen wir noch die Zieleinfahrt und Zieldurchfahrt mit. Wir hatten noch hier geärgert. Roter Panzer, noch ein roter Panzer, blauer Panzer. Wir sind nur knapp in so Insi Willibi. Nein, wir sind übers Ziel gekommen. Da haben wir Glück gehabt. Platz 4 ist die Kalimari-Wüste vom Nintendo 64 aus Mario Kart 64. Ganz genau eine Wüstenstrecke, ganz knapp nicht in den Top 3. Dabei liebe ich ja Wüstenstrecken eigentlich. Aber in Runde 2 gibt es da so ein Ding, was mich ein bisschen stört. Ihr wisst es, diese komische Rampe, die ist einfach fehl am Platz. Denn wir spielen hier im Booster Streckenpass zum einen die klassische Variante in Runde 1 dieser Kalimari-Wüste, werden uns allerdings auf das Gleis in Runde 2 begeben beim zweiten Bahnübergang. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Sehr, sehr toll. Dafür lebte der Booster-Streckenpass. Bei einigen Strecken kam eine richtige Dynamik rein. Daumen wirklich nach oben. Wir werden heute noch eine dynamische Strecke definitiv mit dabei haben in unserem Map-Pool. Da ist das rote Ding. Ich finde das einfach unpassend, sorry. Sind die Leute so doof, da abzubiegen oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schandfleck in der Wüste in meinen Augen. Der Zug, der kommt uns jetzt hier entgegen. Wirklich toll. Ja, verdienter vierter Platz. Definitiv alles, was in dem Top 5 ist, wäre auch abseits unserer Streckenbewertung, glaube ich, ziemlich hoch mit gewesen. Wir hatten ja beispielsweise auch die zwei Regenbogenstrecken. Die sind sowieso ganz weit oben bei mir. Vor allem die MK7-Regenbogen, die haben wir ja wirklich auch schon ausgeklammert, gar nicht mit in Betracht gezogen. Ja, die Top 3, diejenigen, die sich nicht spoilern lassen durch die Kapitelansicht, die muss ich jetzt langsam spoilern, denn wir gehen jetzt mit Start und Ziel nahtlos über zum dritten Platz. Platz 3, der Nintendo Wii Mario Kart Wii Blätterwald. Wirklich eine sehr schöne Strecke. Ja, und jetzt sind wir hier nochmal mit dem Wiglami unterwegs. Denn seit Welle 6 gibt es ja auch nochmal zahlreiche Mii-Kostüme. Ja, der Nintendo Wii Blätterwald, was soll ich dazu sagen? Eine sehr, sehr schöne Wii-Strecke mit. Sie ist vor allem für den Booster Streckenpass sehr originell umgesetzt geworden. Die Wiggler hier, ne? Oh, schaut mal, Wiggler hupt Wiggler. ach ja, wunderbar, wunderbar. Die blauen Standrampen sind mit dabei. Wir spielen hier die Mario Kart 7 Variante, so gesehen, denn ehe wir auf die Stadt Zielgerade einbiegen, jetzt gleich haben wir die Kleider-Variante. Original war da so ein großes Netz gewesen, was hin und her gewackelt war. Da konnte man Stunts ausführen. Wir haben rechte Hand, ihr seht es, die Einmündung, die Abkürzung noch. Die fahren wir dann in der nächsten Runde. Jetzt natürlich auch wieder ein bisschen hier zusammengeschnitten hier. Wir werden gleich in wenigen Sekunden, ich glaube, kurz vor Start und Ziel machen wir einen Videoschnitt, glaube. Beziehungsweise, oder dann spätestens an der Röhre, da habe ich ihn dann angesetzt. Ja, genießen wir die Strecke einfach mal ein bisschen. Bei den schönen Blättern hier, bei diesem Wald, bei diesen schönen Baumkronen hat man übrigens ein bisschen getrickst. Modder haben da schon rausgefunden, oder Dada-Miner, das sind eigentlich gar keine Löcher. Das sind einfach weiße Texturen in den Löchern und die sind so ein bisschen schön stimmig geleuchtet. Also hier hat Nintendo ganz schön getrickst, aber das sieht trotzdem zweckmäßig auf jeden Fall aus. Das
Und der Blätterwald ist definitiv eine der schöneren Strecken mit dem Booster Streckenpass. Wir haben wirklich viel, naja, dabei gehabt. Aber der Blätterwald, Platz 3, wohl verdient. Der zweite Platz ist Peach Schlossgarten aus Mario Kart DS. Und damit steht auch zeitgleich unser Gewinner fest. Es ist Yoshi's Island, aber dazu dann hier im Anschluss. Noch einmal haben wir eine richtig dynamische Strecke vor uns hier im Paris-like Schlossgarten gefühlt, denn man hat ein Paris-Gimmick eingebaut hier in Peach Schlossgarten. Und zwar werden wir rückwärts fahren in Runde 3. Finde ich ganz schade. Es ist die einzige Retro-Strecke, wo man tatsächlich rückwärts fährt. Das habe ich mir von viel mehr Strecken gewünscht. Schade, schade, dass es definitiv bei dieser einzigen Strecke am Ende geblieben ist. Das muss man hier einfach mal wirklich so sagen. Das sieht sehr, sehr schön aus, immer noch der Schlossgarten mit den Figuren Luigi, Toad, was haben wir auf der anderen Seite, Toadette, glaube. Wir fliegen dann gleich rein, da sehen wir das nochmal schön. Wir sind jetzt schon hier am Stadtzielkreisel, kurz nach Stadt und Ziel, und biegen jetzt einfach nach links ab, statt nach rechts. Zum Blumenbeet, da oben seht ihr den Weg, wo wir vorhin lang gefahren sind. Fahren jetzt rückwärts. Wario wird uns jetzt hier das Leben ein bisschen schwer machen. Aber da wird gleich ganz genial abgeschossen. Von hinten. Sehen wir leider nicht. Nicht so richtig, jedenfalls durch den Videoschnitt der Switch. Aber er wurde vom grünen Panzer, war sowas von schön getroffen. Hier unsere Flugpassage. Ja, Luigi, Toad, Toadette und die Prinzessin. Oder Mario. Nee, wird Luigi sein. Mario ist ja hier in der Mitte. Die Eiswelt übrigens lässt grüßen vom N64, diese Figur. Mal gucken, wann wir die nochmal irgendwann in einem Mario Kart sehen. Platz 1, springen wir rüber. Und zwar zu Yoshi's Island, einer ganz neuen Strecke vom Booster Streckenpass. Mein Platz 1 hier im Ranking vom Booster Streckenpass. Und stilecht werden die letzten zwei Runden. Ich schneide die zweite Runde raus. Hier mit Baby Mario auf dem Yoshi-Bike gefahren. Wenn man schon in Yoshi's Island ist, ne? Dann fahren wir natürlich mit dem Protagonisten und dem passenden Windelbruder auf dem Rücken. Denn das war ja die Aufgabe gewesen in Yoshi's Island. Baby Mario ist vom Himmel gefallen. Baby Luigi wurde von Kamek entwendet und zu Bowser Jr. gebracht. Der Windelbruder fiel auf diese wunderschöne Yoshi-Insel. Und die Yoshis, die da oben stehen, hier über den Apfelbaum, da hat man sie gesehen, die haben einen Marathon gemacht im Super Nintendo Yoshi's Island Spiel. Und haben den kleinen Knirps durch die Levels gebracht. Vorsicht, ein Treffer war und Baby Mario hat hier nicht mehr Yahoo geschrien, sondern der hat dann ganz schön kräftig angefangen zu weinen. Diese Strecke ist detailverliebt, ihr seht es schon. Ein gerechter erster Platz in meinen Augen hier. Eine der mit schönsten Strecken im gesamten Booster Streckenpass. Es gäbe noch einen alternativen Weg. Die Wolke haben wir leider nicht erwischt. Da wird er so eine Brücke aufbauen. Und wir werden hier durch diesen Zielring gefallen. Aber im Ziel sind wir jetzt hier auch. Das war's mit den Strecken vom Booster Streckenpass. Wir blicken abschließend auf unsere Bewertung tatsächlich noch einmal. Für diese Zockrunde wohlgemerkt, die Top 15 bis Platz 5 haben wir am Eingang erwähnt. Donkey Kongs Bergland Platz 5,
die Kalimari-Wüste auf Platz 4, der Nintendo Wii Blätterwald Platz 3, Schlossgarten vom Nintendo DS auf Platz 2 und Yoshi's Island auf Platz 1. Ja, und mit stimmiger Berlin-Musik, das gab es ja auch im Booster-Streckenpass, dass jede Stadt irgendwo eine Strecke bekommen hat, verabschiede ich euch. Wir sind bei der heutigen Endcard hier angekommen. Das war meine dreiteilige Videoreihe, die Booster-Streckenpass-Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die einzelnen Videos euch anschaut. Wir sind jeden Cup gefahren, einmal über die Mario Kart TV-Ansicht in den letzten 2 Jahren. Da würde ich mich ganz freuen, wenn ihr mit einschaltet. Ansonsten hören wir uns zum Sonic Spiele Showcase und zu den normalen Hauptausgaben von Michas Zockrunde wieder. Das Ganze war ja ein bisschen voraufgenommen. Von daher kann ich euch jetzt nicht die Thematiken für die nächste Woche und übernächste Woche sagen. Ich kann euch nur sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Bye bye. Erstmal euer Michael mit Mario Kart 8 wird's mal noch weitergehen. 2 oder 3 Mal machen wir noch eine Thematik. Auf jeden Fall.